Und es ist noch lange nicht vorbei. Das ist das Schlimme. Das ist ja jetzt so die Vorgeschichte. Da müssen wir die Türme noch fertig machen. Dann müssen wir die in den Tempel. Also erstmal müssen wir den Vogel machen. Die Türme. Dann in den Tempel. Uff. Never ending desert, ey. Nein, der singt jetzt nix. Den Tempelbeat. Ich bin gespannt. Nein. Ich finde die Vögel super. Los, sei nicht gemein und komm zum Vorschein. Warum wird die Leuchtstäbe her? Heißt das, die Zeremonie hat funktioniert? Das wäre ein gewaltiger Schritt für die Wissenschaft. All die versteckten archäologischen Schätze, die nur darauf warten, mit der passenden Vorstellung erweckt zu werden. Ich werde Stimmtraining und einen Choreografen benötigen, aber das muss warten. Gehen wir hinein und treffen wir einen Gott. Das ist mir ja so peinlich. Habe ich wirklich so laut gesungen, dass ich einen alten Tempel aufgeweckt habe? Das war das Ziel, Olivia. Deswegen hat der Schnabel des Vogels geglüht. Da steht ja alles in Flammen. Moment mal. Weißt du, was mir gerade einfällt? Das sieht unter dem Tanz von der Wandmalerei aus aufzufinden, das ist doch ein bisschen so wie an die Tür des Feuerpergamentons zu klopfen. Und das bedeutet, wir haben vielleicht den Hort des Feuerpergamentons gefunden und vielleicht treffen wir es auch. Wirkst du gar nicht überrascht? Hast du das einfach schon gewusst? Und da lässt du mich einfach reden und reden? Ich muss gestehen, diese ganze Pergamente und Angelegenheit fällt nicht unbedingt in mein Fachgebiet. Trotz meiner Neugier werde ich mich an dieser Stelle ausklinken müssen, fürchte ich. Nebenbei habe ich schon erwähnt, dass ich fürchterliche Angst vor Feuer habe. Professor, Sie hätten etwas sagen sollen. Warum warten Sie nicht hier und versuchen nicht zu verkokeln, während Mario die Sache erledigt? Danke für 10 Bits, Junkie Level. Vielen lieben Dank. Kennt ihr noch Tabaluga? Wird schon den Weg vergessen. Au. Danke nochmal für 10 Bits. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Kurz konzentrieren. Wieso denn jetzt so rum? Ja, okay. Wieso springt der so? Der springt zu kurz. Eigentlich will ich nochmal sterben, um zu gucken, ob das Spiel es mir noch leichter macht. Danke, Chitzi, im Witz, Shaki Level.
wie es immer leichter wurde. Das Spiel will, dass du weiterkommst. Es muss... Nein! Ah, ich wollte nicht angegriffen werden. Nochmal 10, ich weiß nicht. Ich sag einfach mal nochmal danke für 10 Bits. Ich hab nicht mehr mitgezählt, Jackie Level. Ich bin gerade rausgekommen, weil ich mich auf die Plattform konzentriert habe. Das heißt nicht, dass du nochmal 10. Die Alerts gehen nicht mal mehr. Ich glaube, die Alerts denken, das ist ein Spammer. Die Alerts kommen nicht mal mehr. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es gibt einen Hammer, die haben so einen Panzer. Ja, geht. Hey, Tippi hat da geschrottet. Ja, treffe ich nicht, weil ich wollte jetzt auch nicht springen, war dumm. So macht es nämlich mehr Sinn. Meine Alerts jetzt nicht mehr. Doch. Wir gehen noch. Müsstest du doch sehen können oben, oder? Wie viel Bits du insgesamt gespendet hast. Mein Twitch trackt das irgendwo. Das kann man sehen. Oh, Shy Guys. Ich dachte erst, was ist dies? Trottel. Die zünden sich ja selbst an. Lachgurke, danke für 10 Bits. Das kann ich auch. Aloy, man kann den Eimer auf den Kopf stülpen. Das ist auch grausam. Oder ein Jagen sein. Scorpion, danke für 300 Bits. Ist auch immer schön. Junkie-Level, alle schicken Bits, aber halt immer zu kleine Beträge und Scorpion immer 3 Emotes geteilt. 25 Emotes. Schön. Was macht ihr heute? Warum tut ihr das? Vielen lieben Dank. Dankeschön. Da das Herz kann Lachgurke auch haben. Geht ja erst ab 300 los. Ja, eben. Danke Lachgurke für 400. Warum seid ihr heute so? Hilfe. Hilfe. Und jetzt? Okay.
Kann ich da drüber springen? Ja, mit Damage schon. Ach du Scheiße. Der niest. Wie geil ist er denn? Kann ich. Danke Level, danke für 10. Da lacht er so. Das ist eine Bank, danke. Sogar die Bank ist glühend heiß, aber jetzt sind wir wenigstens richtig wach, was? Kriege ich das Cash? Aua. Ihr stellt bitte an dem Platz eine Bank auf. Danke nochmal für 10 Bits. So. Irgendwie sehr schräg hier. Ah! Hilfe? Nein! Ich muss die Bank. Ich muss zur Bank. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Was ist dieses Level? Jetzt weißt du aber, warum die eine Bank hier hingestellt haben. Der Platz mag sinnlos sein. Danke nochmal für 10 Bits. Ah! Die lachen mich aus. Ja, klar, der war unfair. Danke für 300 Bits, Lakoni. Das Spiel für Kinder. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich für alle Bits bedankt habe. Ich glaube nicht. Mindestens die von Junkie Level habe ich verpasst. Weil wahrscheinlich kommen auch manche durch, wo ich die Alerts einfach nicht mehr höre. Reichen die Bits ein wenig für den Monitor? Bestimmt. Die kann ich dazu rechnen. Nochmal danke, 10. Wieso denn schon wieder die? Was ist das hier? Oh no. Not again. Alter. Aua. Die Strat mit dem auf den mit den Eimer auf den Kopf werfen ist auch ein bisschen YOLO. Als Junkie Level nach. Ich weiß. Danke, Junkie Level, für 10 Bits. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich komme nicht mehr mit. Dankeschön. Es ist zu viel Blip-Blip. Waren zu viele Blip-Blips heute. Official zerstört. Aktivität sieht gut aus, ja, ne? Ich. Ja. Will ich nicht verrückt machen. Hey! Kein Ding. Nein. Vielen lieben Dank für die ganzen Bits. Ich habe nicht mitgezählt. Das waren einige. Aua.
Verbrennt der meine Schnipsel, wenn die am Feuerball vorbei... YouTube-Folge nennen wir Bits in der Wüste. Safe. Ey, wie gesagt, in einem YouTube-Video hört man das nicht, die ganze Zeit, das Geräusch. Dann 330. Uff, vielen lieben Dank für 330 Bits. Sicher 330? Du hast zwischendurch eine Kommentar gemacht. Sicher. Oben steht 324. Oh, scheiße, ich hab verkackt. Und du hast einmal 11 und einmal 13 gemacht. Was ist mit ihm jetzt? No gerade Zahl. Also 324 ist schon eine ziemlich gerade Zahl, möchte ich mal so anmerken. Wenn ich mal im Lotto gewinne, bekommen die auch wieder Bits von mir. Ich würde auch gerne im Lotto gewinnen. Und ich spiele nicht mal Lotto. Ich würde trotzdem gern gewinnen. In meinem Leben einmal Lotto gespielt. Und tatsächlich aber mit diesem Schein das Geld für den Lottoschein wieder rausgehabt. Plus minus 1-2 Euro. Also, nee, plus 2 Euro. Und danach nie wieder. Ich dachte mir, hätte ich 2 Euro auf der Straße gefunden, wäre es genauso viel Aufwand gewesen. Ich hoffe einfach auf den Geldkoffer auf der Straße. Auf den hoffe ich. Dass irgendeiner... auf der Straße sein Geldköfferchen vergisst. Dann nehme ich mir ein bisschen was raus und den Rest gebe ich zurück an die Person, die das gehört. Als Finderlohn habe ich mir dann ja was gegönnt. Aber stell dir mal vor, du findest so einen Geldkoffer, ne? Würdet ihr alles behalten? Sagen wir... €1000. Sagen wir mal, ihr findet ein Portemonnaie und da sind 1000 Euro drin. Warum auch immer da 1000 Euro drin sind. Würdet ihr die einfach behalten? Ich habe auch mal einen 50er gefunden. Ah, lol, das ist aber mies. 50 Euro habe ich auch mal gefunden. Im Getränkemarkt. Lagen da auf dem Boden. Bester Tag meines Lebens. 50 Euro am Boden gefunden. Ey, ist mega mies für die Person, die... Bei einem ganzen Geldkoffer würde ich mir Sorgen machen, dass dann ein Auftragskredit hinter mir hergeschickt wird. Ja, ne? Auch irgendwie gruselig, so 1000 Euro. Aber guck mal, allein... Ne... Ich habe mal 50 Euro verloren im Getränk. Allein gesetzesmäßig, ne? Dürfte man diesen 50-Euro-Schein ja nicht behalten.
wenn man den im Getränkemarkt findet. Man müsste theoretisch zur Polizei gehen und den abgeben als gefunden. Und die Polizei müsste auch gesetzlich dafür sorgen, dass die Person, wenn die sich meldet, den wiederbekommt. Aber sind wir mal ehrlich. Sagen wir mal, du verlierst 50 Euro im Getränkemarkt. Gehst du dann zur Polizei und sagst, yo, ich habe 50 Euro verloren. Oder gehst du zurück in den Laden und fragst, hat hier einer 50 Euro abgegeben an der Kasse? Das ist so ein Gesetz, das ist zwar so von wegen finden, behalten, Person, der es rechtmäßig gehört, ne? Ist das alles okay und so, aber niemand würde Geld irgendwo abgeben, wenn es auf dem Boden lag. Seien es 1 Euro oder 100 Euro, das würde keiner machen. Jetzt kommt die Frage, wenn du ein Portemonnaie findest, da sind 1000 Euro drin, nimmst du das Geld raus und schickst es anonym an die Person, weil da ist ja dann auch ein Perso drin? Oder lässt du das Geld drin und klingelst bei der Person und gibst den so ab und hoffst, dass du Finderlohn bekommst? Weil die Person hat ja 1000 Euro. Und wenn jemand 1000 Euro im Portemonnaie hat, würde ich einfach mal behaupten, hast du viel Asche. Weil warum solltest du einfach so 1000 Euro im Portemonnaie haben? Also ich habe das schon sehr oft erlebt, dass wenn Leute ihr Portemonnaie verloren haben und das wiedergebracht wurde, halt das Geld draus war, aber Ausweis, EC-Karte und alles noch drin. Und die einfach nur die Kohle rausgenommen haben und das Portemonnaie in den Briefkasten geschmissen haben oder so. Das habe ich schon sehr oft gehört, dass Leuten das passiert ist. Und ich glaube, ich würde das auch so machen. Ich bin ganz ehrlich. Jeder würde das so machen. Hallo Lavados. Also man spart der Person echt viel Arbeit. Ist immer noch keine Rechtfertigung, das Geld rauszunehmen. Ist immer noch irgendwo Diebstahl. Aber, ey, wenn du ein Assi bist, kannst du das Portemonnaie auch wegschmeißen. Also das Geld rausnehmen, wegschmeißen in die Mülltonne. Weißt du? So. Wie kann das einfach so brennen? Ich meine, ohne zu verbrennen. Was für eine atemberaubende Kreatur. Aber sie wurde zu Origami gefaltet, Mario. Wir müssen sie irgendwie abkühlen. Wow, sieh dir mal diese Flügel an. So ein majestätisches Vögelchen. Muss einfach ein Pergamenton sein. Und all die Flammen, die passen echt gut zu einem Feuerpergamentum, findest du nicht auch? Hast du vielleicht einen heißen Tipp, wie wir jetzt am besten vorgehen, Mario? Danke, Junkie Level. Und noch was, bevor jetzt irgendeiner kommt mit, ja, aber das Geld klaut ist scheiße. Alter, wenn du 100 Euro im Portemonnaie hast, pass auf deine scheiß Kohle auf und verlier die nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich mein Portemonnaie verliere, wo, wenn und wenn da mal ein Fuffi drin ist, der Fuffi ist weg. Den gibt mir keiner wieder. Die Welt ist assi. Das könnt ihr nicht ändern. Passt auf eure Kohle auf. Und gebt die nicht irgendeinem Streamer auf Twitch. Was? So. So. Okay. Die Faltarme. Ich verbrenne mich doch jetzt. Ich dachte, wir machen Wasserpergamenton. Aber stimmt, das ist das. Ja, wir verbrennen uns jetzt einmal schön die Hände. Sollten vorher nicht anfassen. Eieiei.
Hast du das gesehen? Seine KP sind runtergegangen, als es Federn verloren hat. Oh, es ist ja same shit wie Dings. Wenn es all seine Federn verlieren würde, wäre es sicher stark geschwächt. Die Vorstellung ist irgendwie traurig. Ja, aber wie lösche ich die Federn? Vorsicht vor den brennenden Federn auf der Ringen. Das ist ja mega RIP. Welche Möglichkeit habe ich noch? Keine, außer Angriff. Hey, Collars. Hä? Hä, ich hätte ja dann gar nicht nach vorne laufen können. Die Feder lag ja richtig scheiße. Und ich kriege ja auch kein Wasserpergamenton. Ich habe noch Klee gezogen in Genshin. Ich habe erst 8 Puls oder so gemacht. Ich habe noch keinen 10er Pull gemacht. Ja, versuchen wir es einfach mal so direkt, ne? Guck mal, was passiert bei einem normalen Angriff. Machen wir einen Wurfhammer. Verkackt! Das ist ganz schön anstrengend mit den ganzen Federn. Achtung, Achtung! Hier sind gerade eine Menge brennender Federn auf dem Ring. Du musst einen Weg finden, sie zu löschen, bevor es zu spät ist. Aber wie? Ich hab verkackt. Wollte irgendwie mehr machen. Wie lösche ich die denn? Wasserpergamentum kommt aus der Kiste? Das ist ja sneaky. Oh. Sonst kommt nie was Gutes aus der Kiste. Ja, erstmal verbrennen. Zweimal. Kriege ich das plus eins für die nächste Runde? Ich weiß es nicht. Wir packen das Wasserpergament und in die Kiste, wo es der Spieler nicht sehen kann. Oh, das ist voll traurig. Das auch. Das ist ja das. Ah, klar, Wasser ist ja natürlich ein Feind des Wassers. Feuers. Nur wenn das Feuerpergament noch nicht mehr brennt, solltest du es unbeschadet angreifen können. Das ist ein Herz, das brauche ich. Dringend. Dann die Beheilung. Ich hätte die Hand nehmen sollen. Zwei, okay, ich hätte die Hand nehmen sollen. Zweite Pokémon-DLC. Uff.
Ich habe das erste nicht mal gespielt. Und ich habe einen Key von Nintendo dafür bekommen. Ich habe mir das nicht einmal angeguckt, da bin ich ganz ehrlich. Tut mir auch ein bisschen leid. Im Stream bei der DLC ist noch... Oh, weiß nicht. Was? Vielleicht hat das Timer mit dem Faltarm nicht ganz gestimmt. Als ob er sich komplett heilt. Und mir 1000 Damage macht. Nein, doch. Falsch, nein, falsche Hand. Ah, ich wollte. Kann ich das bitte nicht machen? Ich verbrenne mich doch. Ich will nicht. Falsches Pergamenton. Ja, komm, verbrenn dich. Moment. Fast einen Fehler gemacht. Warum habe ich das eingedreht? Den Angriff dahin gedreht. Wollte ich gar nicht. Die Frage, soll ich die Federn ablaufen oder was? Gehen die kaputt, wenn ich die ablaufe? Stolper ich da drüber? Das wäre natürlich RIP. Okay, so passiert nichts mit den Federn, wenn die aus sind. Die Falltarme brauchen das richtige Timing. Lies du das nicht in einem Versuch, regeneriert es sich. Alter. Aber da muss ich ja voll viele... Ja, okay. Dann muss der ja erst alle fucking Feuerfedern raushauen. So kriege ich den ja nicht down. Das heißt... Der muss alle seine Federn quasi rausdrücken. Ich muss Wasser machen und dann Faltarme. Okay. Ja, das ist doof. Okay. Okay, ja. Faltarme müssen der Finishing Move sein. Got it. Ja, dann muss ich ja jetzt einfach die ganze Zeit rumlaufen, ne? Und die Federn rausprügeln. Wasserpergamentum können wir schon mal raushauen. Ein Extrazug. Ja. Oh, ich lauf falsch. Ich trottel. Verteil mal Federn. Und Herzen sammeln muss ich auch. Wird nur schwer halt zu laufen. Irgendwann. Ach fuck, ich werd brennen.
Man macht den halt nur 2 Damage. Egal, was man tut. Aua. Er läuft, wenn das erste Feld ein leeres Feld ist, läuft er nicht geradeaus, oder? Ist ja total doof. Nee. Wenn da vorne ein Pfeil war, macht er das. Das ist komplett die komische Logik, finde ich. Weil überall jetzt ein Feuerding drauf liegt. Das ist voll ätzend. Alter. Die Herzen hauptsächlich haben. Gott, ist das irgendwann anstrengend. Das weiß ich gar nicht. Macht der Wasserpergament und ihm auch Damage? Für die Heilung. Wenn ich noch angreifen würde, würde es auch noch ein bisschen schneller gehen, aber ich brauche Heilung. Ich will ungern den One-Up-Pilz benutzen. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf Angriff. Der ist Killer. Der ist Killer. Wir nehmen den. Gar keine Ausdauerprobe, der Boss. Das Herz will ich jetzt haben. Laufen wir halt nicht weiter, ist auch egal. Das ist ein gutes. Ein Fuffi. Schießt aber auch immer auf die Pfeile, ne? Ich muss aber so langsam mal was freiräumen hier. So ein paar Pfeile. Können wir es jetzt wagen? Ich weiß es nicht. Der eine da links ist schon richtig am Brennen, Alter. Da gehe ich nicht drauf. Oh, der lohnt. Warte mal, der lohnt. 16, 16. Kriegen wir 50 wieder.
Oh, der, nee, ist zu viel. Das sind 32, 64 Damage, 50 kriegen wir wieder. Ja, okay, doch. Kann man machen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Haben wir noch ein Herz hier auf der Reihe? Nee. Alles gut. Kaum Damage bekommen. So, jetzt. Oh, jetzt schwankt er. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt hat er auch gar nicht mehr so viel verloren. Okay. Wasserpergamenton. Nehmen den. Haben wir hier irgendwas frei? Ja, und Wasserpergamenton. Was ein doofer Boss. Ah, Wasser macht auch ein bisschen Damage. Okay. So, jetzt muss ich auf einen Einschalter und auf die Hände. Sollte ja kein Ding sein. Einschalter, Hände, okay. Was für prima! Ach so, okay. Haben wir ihm gerade den Kopf abgerissen? Was? Haben wir ihm gerade den Kopf abgerissen? Okay, nur die Federn. Ich sag doch, wir rupfen meinen Huhn. Der hat viel zu lange gedauert. Das ist ein langer Bosskampf wieder. Die Faltfibel des Feuerpergamenton. Jetzt geht's wieder ab, jetzt kommt Super Megasort Olivia-Verwandlung. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Diese Schwingen, diese Berg- und Talfahrten, diese unglaublich würdige Widerstandskraft gegen Feuer. Das Grundkonzept habe ich verstanden, denke ich. Aber kann ich es auch umsetzen? Mein Herz pocht wie verrückt. Habe ich gesagt, dass mein Herz pocht? Jetzt fühlt es sich mehr so an, als würde es brennen. Und so zündete Olivia die gesamte Welt an. Ich habe all das Feuer in meinem Herzen herausgelassen. Sieh dir das an. Die Vögel brennen ja richtig vor Leidenschaft. Was für ein Anblick. Ab ins Öl. Oh, geht nicht. Ganz schön risky mit dem... Aber selbst das Feuer ist aus Papier, so wie das aussieht.
Denn manche wollen einfach nur die Welt brennen sehen. Olivia zum Beispiel. Wieso pupst der Vogel aus dem... Egal. Vielleicht hätte ich das Risiko eingehen sollen, aber nein, ein brennender Tempel voller Fallen ist kein Ort für einen Professor wie mich. Professor, da sind wir wieder. Ich habe schon angefangen, meine Berufswahl in Frage zu stellen. Ich bin absolut allergisch gegen Feuer. Ich warte hier. Ja, komm. Wir werden es nicht glauben. Wir haben das Feuerpergamenton getroffen. Es war ein riesiger Vogel und dann war ich der Vogel und... Oh, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Wirklich nun, hier draußen war auch einiges los. Ich habe mir die Flammen intensiv besehen und habe dabei außerordentlich transpiriert. Ich musste mich tatsächlich sogar mehrfach auswringen. Jedenfalls vortreffliche Arbeit, Olivia. Ich bin sicher, deine neue Fähigkeit wird uns nützlich sein. Keine ultra-realistische HD-Feueranimation. Stimmt! Sad Life. Ich bin enttäuscht.